Hallo, hallo Landshut. Ich freue mich, dass ich hier sprechen darf. Aber warum bin ich hier? Ich selbst war lange Zeit gar nicht für Atomkraft zu haben. Ich bin also in einer Generation geworden, wo es einfach in meiner Umgebung üblich war, links zu sein und gegen Atom zu sein. Und erst nach Fukushima habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, was eigentlich dahinter steckt, und habe dann allmählich, je mehr ich darüber gelernt habe, meine Meinung geändert. Und das hat eine Weile gebraucht und inzwischen, aber auch getrieben durch den Klimawandel, bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass Kernkraft ein guter und auch notwendiger Weg ist. Nur ist diese Diskussion leider nicht immer so sehr sachlich. Wir versuchen mit Argumenten zu diskutieren, aber manchmal ist es auch sehr emotional und manchmal auch fast ein bisschen hasserfüllt. Und so in der Zeit, wo ich mich da informiert habe, so etwa vor 2 Jahren, kam auf Twitter mal so eine Bemerkung. Es ist natürlich auch kein Problem, alte Nuklearbefürworter nach Tschernobyl zu exportieren. Wenn nötig, dann zwangsweise. Und dann habe ich mir so gedacht, oh, was würde man denn auf sowas antworten? Und ich habe nicht auf Twitter geantwortet, aber ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Und was dabei rausgekommen ist, ist vielleicht eine kleine Polemik, aber ich glaube, es ist eine Antwort, die man geben kann. Nein, ihr müsst uns nicht gewaltsam abschieben. Wir Nuklearier, wir gehen freiwillig nach Tschernobyl, um dort zu leben. Ihr müsst uns nur eins versprechen. Ihr werdet klimaneutral bis 2050. Danach wird kein Gramm Kohle oder Erdgas mehr verfeuert. Kein Hektar Regenwald abgemacht für eure Autos oder eure pupsenden Rinder. Aber ihr habt es ja eigentlich eh schon versprochen. Paris 2015. Verbindlich für jeden. Aber was machen wir in der strahlenden Wüste? Am Schauplatz des schrecklichsten Unglücks der Menschheitsgeschichte. Wirklich? Die Natur dort ist großartig. Die meisten von uns haben kein allzu großes Problem, dort zu leben. Denn wir wissen ungefähr, welche Strahlung unseren Kindern wehtut und welche nicht. Und deshalb haben wir weniger Angst davor, als ihr, die in 2000 Kilometern Entfernung lebt. Vielleicht essen wir nicht alle Arten von Pilzen, aber das haben wir vorher eigentlich auch nicht gemacht. Und wir werden Kraftwerke bauen. Zuerst fangen wir mit ein paar Leichtwasserreaktoren an, bald darauf schließen wir den Brennstoffkreislauf und haben Uran für 1000 Jahre. Vielleicht gehen wir auch zu Thorium über und lassen uns den Brennstoff von den Besitzern der Minen für seltene Erden schenken. Oder, wenn dann die Fusion endlich funktioniert, dann bauen wir ITER 4G, basierend auf Bohr statt auf Lithium und ganz ohne Neutronen. Dank der kompakten Kernenergie bleibt bei uns weiterhin genug Platz für Wälder, Bären und Wölfe. Und wir werden nicht arm sein. Unsere Marie Curie University of New Pripyat wird die beste mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Universität der Welt sein. Und unsere Nachbarn werden uns mögen, weil die inzwischen aus Deutschland und anderen Ländern abgewanderte Industrie um unseren Zaun herum Geld und qualifizierte Arbeitsplätze gebracht hat. Auf unseren Brennstoff passen wir auf, dass kein Bösewicht drankommt. Wenn er aus dem Reaktor kommt, wird er säuberlich getrennt. Aus dem langlebigen Teil wird wieder Energie gemacht. Ein Teil der schnell zerfallenden Spaltprodukte wird für die Medizin extrahiert und der Rest 200 Jahre in Containern auf einem bewachten Parkplatz gelagert, denn dann ist er kalt. Und wir versprechen euch, dass keiner unserer Reaktoren je explodieren wird. Auch wenn ihr es jetzt nicht glaubt, dieses Versprechen ist 100-mal leichter zu halten als das eure. Wir werden euch sogar bei eurer Energiewende helfen. Wenn ihr erwartungsgemäß in Deutschland bis 2031 kein Endlager gefunden habt, was von den Bewohnern akzeptiert wird, dürft ihr uns euren Atommüll schenken. Und wir verkaufen euch Strom, wenn ihr ihn braucht. Oder liefern euch Wasserstoff, damit ihr in windarmen Wintern nicht frieren müsst. Allerdings wird das dann so je nach Nachfrage nicht immer so ganz billig. Aber mit 1 Euro pro Kilowattstunde direkt ab Kraftwerk können wir in den Zeiten sicher mit eurem Inlandsangebot konkurrieren. Aber wehe, ihr haltet euer Versprechen nicht. Wehe, wenn ihr uns 2048 erzählt, dass euer Volk die Schulden nicht mehr bezahlen will und die Populisten in euren Ländern marodieren.
und dass ihr deshalb leider noch 100 Jahre fossile Brennstoffe weiter verbrennen müsst. Egal, ob sich die Erde dann nochmal um 5 Grad erwärmt. Dann warten wir einfach ein paar Tage, bis der Wind in eure Richtung weht. Und dann lassen wir aus unserem Reaktor ein kleines bisschen Dampf ab. Keine Angst, der letzte Satz war natürlich nur Spaß. In Wirklichkeit sind unsere Kernkraftwerke nämlich technisch so eingerichtet, dass sie keine Radioaktivität freisetzen können, selbst wenn der Betreiber es versuchen würde. Vielleicht machen wir es einfach so, dass wir am Ende euer Land aufkaufen und ihr dürft dann mit euren Händen Gemüse für uns anbauen. In diesem Sinne, wir haben noch 6 Kernkraftwerke. Das sind die 6 richtigen. Passen wir auf, dass wir die Chance nicht vertun. Alles Gute.